Wir stehen hier mitten in Berlin und sind auf dem Weg zum Grab von Professor Prokop, dem ehemaligen Leiter der Rechtsmedizin in Ost-Berlin, dessen Biografie ich geschrieben habe. Hier ist die Welt nicht mehr, wie sie mal war. Hier ist American Diner jetzt und lauter Yuppie-Buden und es gibt irgendwie schicke Klamotten, Style Mathematics hier, was auch immer das ist. Und Schülergruppen aus aller Welt wandern hier gerade an uns vorbei. Keine Ahnung, teure Lautsprecher werden verkauft. Wie gesagt, Klamottengeschäfte, alles glitzert. Da hinten ist die jüdische Synagoge. Da hinten ist Herr Alex. Ja, das war die Gegend, wo Professor Prokop gewohnt hat, als er in Berlin gewohnt hat. Er kam ja aus Bonn und hat dort promoviert und ursprünglich aus St. Pölten. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Wien. Und ja, jetzt schauen wir, wo er heute ist. Erstaunlicherweise nämlich sehr, sehr nah an seinem alten Institut. So, jetzt sind wir am Eingang des Dorotheestädtischen Friedhofs von der Dorotheestädtischen Gemeinde. Tag. Wir wissen nicht, was die Dorotheenstädtische Gemeinde war, aber das ist uns auch egal. Sehr schön hier. Und du hast was mit diesem Grab zu tun, das wir jetzt besuchen. Erzähl doch mal. Ja, und zwar geht es um Professor Prokop, einer der bekanntesten, international bekanntesten Rechtsmediziner. Und ich habe ein Ehrengrab erwirkt. Ich habe ihn noch persönlich kennenlernen dürfen bei einer meiner Ausbildungen von vielen. Welche Ausbildung hast du denn da gemacht? Medizinische Sektions- und Präparationsassistentin. Hier in der Rechtsmedizin sehen wir auch gleich, er liegt genau dahinter. Und ja, ich habe ihn zum 83. Geburtstag sogar noch gratuliert, haben wir angestoßen. Und das ist einfach ein Mensch, der es verdient hat. Was hat er gesagt zum 83. Geburtstag, was dir in Erinnerung geblieben ist? Na, er hat immer gesagt, junge Mädchen mit seiner Fliege. Er hat da so ein kleines Büro gehabt und ja, einfach ein toller Mensch. Tolle Ausstrahlung und ja. Und du hast mit ihm zusammen dann seziert und präpariert sozusagen? Nee, er saß nur noch im Büro. Ich habe mit Professor Gieserig, der hat dann die Obduktionen immer abgenommen und ja, und die anderen Oberärzte und Professor Strauch, ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Vielleicht. Ja, genau, der lebt da leider auch nicht mehr und den hat damals mir das Sezieren beigebracht. Was ist dein Lieblingsorgan beim Sezieren? Herz. Das Herz? Ja. Warum? Ja, das Herz wird als erstes gebildet im menschlichen Körper und das Herz, ja, da ranken sich viele Mythen drum und das Herz ist einfach toll. Das ist ein tolles Organ, wenn man das nicht hätte. Wäre blöd, wa? Das wäre sehr schlecht. Ja. So, jetzt gehen wir mal zum Grab. Genau, machen wir. So, jetzt sind wir hier schon ein bisschen weiter auf den Friedhof und da hinten, da ist das Institut. Zeig doch mal gerade. Da ist die Rechtsmedizin der Humboldt. Da ist die alte Rechtsmedizin der Charité. Genau. Die gab es in der DDR, ne? Genau. Und sein Büro, Professor Prokops Büro, ist da, wo es eingerüstet ist, da hinten in der Ecke. Da, wo das grüne Gerüst ist. Genau. Da war sein Büro, da hat er mal drin gesessen mit einer sehr merkwürdigen Tapete. Ist dir die Tapete mal aufgefallen? Genau. Ja, und ja, auf der anderen Seite ist der Sektionssaal. Und ja, das ist ein Gebäude, was sehr viel Charme auch hat. Und manchmal siehst du da noch Licht brennen, komischerweise, obwohl es ja eigentlich das Institut gar nicht mehr gibt, ne? Ja, aber ich denke, wie gesagt, Labor oder sowas ist da. Glaubst du an Geister? Denkst du, da sind vielleicht Geister im Institut? Ja, wer weiß. Kann man nicht wissen. So, hier scheint die Sonne auf das Grab von Professor Prokop. Kann man wirklich nicht anders sagen. Man sieht richtig die Sonne strahlen. Kein Fotoeffekt. Und hier sind Blumen. Ein langjähriger Freund von Professor Prokop, das war Professor Uhlenbruck. Der ist, während wir hier stehen, es ist jetzt Februar 2019, ist er 89. Er wird 90 dieses Jahr. Und er hat immer ganz viele so Aphorismen, so kleine Weisheiten geschrieben. Und eine ist, die Blumen sind die Augen der Natur, die uns anschauen. So, das sind dann sozusagen jetzt die Blumen, die uns von Professor Prokops Grab anschauen. Fühlst du dich angeschaut? Ja, natürlich. Ein bisschen. Und geblendet vor allen Dingen. Vor allen Dingen ein bisschen geblendet, ja, das stimmt. Ja, warum ist dir das eigentlich so ein Anliegen gewesen? Ich meine, es gibt ja ganz viele Leute, die tolle Dinge gemacht haben. Was ist dir so besonders in Erinnerung geblieben? Na, weil ich das gelernt habe, also wie gesagt, den Sektionsassistenten, und weil ich ihn persönlich kennengelernt habe und einfach auch viel für die Medizin dabei herausgeschrieben habe. Ja, klar, aber was war für dich persönlich irgendwie was du besonders von ihm mitgenommen hast? Ich meine, du hast ja sicher auch viele andere tolle Leute kennengelernt. Ja, gut, aber ihn habe ich persönlich kennengelernt und ich bin ein bisschen morbide angehaucht, sag ich mal so. ja, ich habe als Bestatter schon gearbeitet und ja, wie gesagt, das ist was, wo ich mich für interessiere und deshalb war es mir halt ein Anliegen. Ja. Hast du denn noch irgendeinen Satz im Gedächtnis, den er mal zu dir gesagt hat oder eine Technik, die du gelernt hast, wenn es was? Boah, da muss ich jetzt schwer überlegen. Ja, das ist schon lange her, das war 2003. Also, ich verstehe. Aber ich weiß noch, als wir sein Büro betreten haben, da waren wir drei Praktikantinnen und da hat er, junge Mädchen, hat er sich gefreut und da haben wir uns ein Buch dann signieren lassen von ihm. Und welches Buch habt ihr euch denn signieren lassen? Vademecum Gerichtsmedizin, wo du auch unterschreiben durftest. Hast du das noch? Ja, natürlich. Sehr, sehr gut. Ja. Also, ihr seht, das ist eindrucksvoll hier. Kommt mal vorbei. Man kann einfach mit der M5
vom Hackischen Markt hier hinfahren. Du versteckst dich. Es ist mitten in der Stadt. Ja. Und ihr könnt auch noch andere berühmte Leute sehen. Hier am Dorotheenstädtischen Friedhof. Direkt hinter dem alten Institut für Rechtsmedizin. Gerichtliche Medizin hieß es damals. Mhm. Hinter dem alten Institut für Gerichtliche Medizin in Berlin. Ja. Ach so, wir sollten das vielleicht nochmal. Du hast halb betrunken dem Senat eine E-Mail geschrieben. In der Nacht irgendwann, weil ich das schon immer vorhatte, weil ich fand es traurig, weil so viele Persönlichkeiten hier liegen und er ist einer der Mitbegründer der DNA und Blutgruppenforschung und er das kann man wohl sagen. Genau. Und da habe ich dann irgendwann mal, als ich ein bisschen angetrunken war, an den Mitarbeiter vom Senat eine E-Mail geschickt und er konnte sich dann erinnern, als ich nochmal angerufen habe. Ich hatte meine Unterstützung zugesagt, sie war aber dann in diesem Stadium, in dieser Nacht nicht verfügbar. Und als sie dann später, als der Senat mich dann später nochmal gefragt hat, habe ich natürlich sehr, sehr gerne das ganze Vorhaben unterstützt. Aber du hast es wirklich zum Rollen gebracht, muss man wirklich mal sagen. Ja. Ist total irre. Jetzt arbeitest du als Rettungssanitäterin? Nein, ich bin Notfallsanitäterin. Entschuldigung. Was ist der Unterschied? Das ist die höchste nicht akademische medizinische Ausbildung und man darf ärztliche Kompetenzen durchführen. Zum Beispiel? Medikamente geben, was auf dem Land ja sowieso ein bisschen anders ist, aber ohne Notarzt zum Beispiel. Es gibt Standard. Berlin? Wir sind ja in Berlin, also auf dem SOPs. Land. Ja, es gibt SOPs, die wir halt abarbeiten dürfen und irgendwann kommt das Gesetz, dass wir halt die auch ohne Notärzte durchführen dürfen. Darfst du auch mir ein Eisprinzessin ein Kinderpflaster geben, wenn es ganz doll wehtut? Ja, geht auch. Ja. Sehr, sehr gut. So, jetzt bist du ein bisschen, du sagst, das Grab ist ein bisschen klein für dein, findest du? Nein, es ist ein Urnengrab, die sind ja nicht größer, aber ich finde es so ein bisschen. Bertolt Brecht liegt hier auch, ne? Ja, Johannes Rau. Genau, hier liegen viele. Hier liegen viele. Und der Stein ist da. Ich bin froh, dass sie das schon geschafft haben. Ehrengrab von Land Berlin, da kriegt man so einen Stein. Ein, wie soll man das nennen? Einen roten Stein. Hier ist das Grab. Kann man jetzt kaum sehen, wahrscheinlich, weil die Sonne so drauf scheint. Aber da ist es. Tja. Und es ist eigentlich sehr angemessen, ne? Ja. Direkt an der Mauer. Ja, ich glaube, das hat er sich gewünscht. Davon bin ich sehr überzeugt. Ja. Man konnte ihn Tag und Nacht in seinem Büro antreffen, genau. Auch sonntags. Genau. Und hier hinten ist, wenn man über die Mauer guckt, kann man das so ein bisschen sehen. Da ist das Institut, hier ist die Mauer, hier ist der Grabstein. So, Ines, was sagst du dazu? Das finde ich gut, dass er einen Platz bekommen hat, der ihm gefallen hätte. Ja, das stimmt. Hier kommt unsere Friedhofskatze. Ja. Und mit diesem Friedhofskätzchen verabschieden wir uns jetzt aber wirklich, ne? Ja. Ja. Tschüss. Tschüss, jetzt aber wirklich.